Das sind die Macher hinter dem Magazin Pure Fruit. Sie sind Illustratoren und Zeichner von Beruf und machen das mit viel Leidenschaft. Doch bei Auftragsarbeiten, die ihren beruflichen Alltag bestimmen, können sie ihrer Kreativität nicht immer freien Lauf lassen. So entstand die Idee für ihre Comicbuchreihe. Das ist ganz klassisch so eine Partysituation, glaube ich, gewesen. Und dann, wenn man sich dann im Laufe der Zeit, also so in den Tagen, Wochen danach nochmal gesehen hat, haben wir gesagt, ja, müssen wir nochmal drüber nachdenken. Und dann ist es, glaube ich, so, entweder macht man das dann oder es passiert halt nie was. Und ich glaube, in dem Fall war dann genug Motivation da, dass dann was passiert ist, auch danach. Nach dieser Idee und nach dieser Feier. Hier im kreativen Hauptquartier in Kiel entstanden schon 26 Ausgaben. Neben ihnen selbst bringen sich 20 weitere Comic-Künstler aus dem Norden ein. Jede Ausgabe widmet sich einem Thema. In dem aktuellen Band geht es um KI, künstliche Intelligenz. KI ist in aller Munde, gerade bei uns, weil es eventuell ja auch unseren Arbeitsplatz streitig machen könnte. Da mussten wir uns eigentlich damit mal beschäftigen. Denn KI verfasst nicht nur Texte, sondern könnte auch schon fertige Bilder liefern. Zum Teil sind die Geschichten aus Dialogen mit ChatGPT entstanden. Ich stelle dir so Fragen, die ich wirklich sozusagen auf dem Herzen hatte. Und ich dachte, die KI ist doch wahrscheinlich die, die mir das am besten beantworten kann. Das Fazit ist, dass ich die KI einfach erstmal in Ruhe lasse. Ich kümmere mich, glaube ich, erstmal nicht so richtig viel weiter um sie. Das Heft ist kostenlos. Alle Künstler liefern ihre Beiträge ohne Bezahlung. So auch der bekannteste Comicautor des Landes, Röttger Feldmann alias Brösel. In seiner Geschichte verweigert die KI seiner Figur Werner den geliebten Bölkstoff. Ich bin das erste Mal richtig jetzt mit 6 Seiten mal vertreten. Und KI, das fand ich irgendwie ein gutes Thema. Und deshalb habe ich mich da ein bisschen reingekniet. KI kann viel, sagt Feldmann, aber lustig ist sie nicht. Noch nicht. Alles, was die Menschen bis jetzt gemacht haben, ist ja immer in die Hose gegangen. Den ganzen Plastikmüll, Atomkraft, all diese Murks, das kriegen sie auch nicht wieder hin. Und das wird mit der künstlichen Intelligenz, mit der KI, wird es genauso werden. Also das wird Grenzen sprengen und man weiß nicht, wo es hinführt, aber es kann schlimm werden. Die Künstler wollen mit ihren Büchern Werbung für die Comic-Kultur machen. Und das erreicht man mit guten Geschichten, die Themen behandeln, die die Menschen bewegen. Noch ohne künstliche Intelligenz. Und wir machen ein Gratis-Magazin. Auf dem Wege hoffen wir natürlich auch viele dafür zu begeistern, die bis jetzt noch gar nicht wussten, dass das ihr Medium der Zukunft ist. Welches Thema die Comic-Autoren in der nächsten Ausgabe behandeln werden, wollen die drei kreativen Köpfe noch nicht verraten.